Herzlich willkommen wieder einmal in der Sportrumpelkammer vom Sachsenspiegel. Kleiner Mann, ganz groß. Das könnte das Motto unserer Sendung sein. Denn Walter Fritsch war klein von Statur, aber groß als Trainer. Wir erinnern heute an den Fußball-Erfolgstrainer Walter Fritsch, der in seiner 10-jährigen Tätigkeit bei Dynamo Dresden 5-mal Meister und 2-mal Pokalsieger wurde und darüber hinaus unvergessene Europapokalabende mitgestaltete. Im Sommer 1969 kam Walter Fritsch nach Trainerstationen in Rostock und Riesa nach Dresden und fand eine vom alten Haudegen Kurt Gresse glänzend trainierte Mannschaft vor. Hopp und raus und durchziehen! Die handschriftlichen Aufzeichnungen eines Walter Fritsch waren berühmt und begehrt im ganzen DDR-Fußball. Leeds United zählte zu den ersten berühmten Gästen im Dynamo-Stadion, Hansi Kreische und Billy Bremner hier bei der Platzwahl. Und dieser Hansi Kreische besorgte auch das 2:1 Siegtor. Athletische Fitness, Schnelligkeit und Ausdauer standen auch bei Walter Fritsch ganz vorn im Trainingsprogramm. Zum unentbehrlichen Handwerkszeug gehörte bei dem akribischen Trainer auch die legendäre Handkamera. Der Begriff Dynamo-Kreisel entstand unter der Regie des kleinen Mannes, der als großer, erfolgreicher Trainer und als harter Hund verschrien, von den Spielern weder gewünscht noch geliebt, dafür aber groß respektiert wurde. Übrigens nicht nur in Dresden, wo das Stadion zu seiner Zeit oftmals aus den Nähten platzte. Die Fans lagen der Mannschaft und Walter Fritsch zu Füßen. So wurde der dritte Titelgewinn 1976 gefeiert. Die Ehrung für Kapitän Dixi Dörner und den Meistertrainer. Unvergessen auch zahlreiche Europapokalabende. Ein Höhepunkt, das Duell mit den Bayern. Beckenbauer und Co. kamen ganz schön ins Schwitzen, wie hier bei diesem Laufduell Ganzera gegen Beckenbauer. Zum ganz großen internationalen Erfolg reichte es nicht. Vielleicht auch, weil der kleine Trainer seine Probleme mit den großen Stars wie Kreische oder Dörner hatte. 1977 gelang Dynamo erneut das Doppel. Meisterschale und Pokalsieg. Gegen Lokomotive Leipzig gelang in den letzten Minuten durch Tore von Weber und Sachse die Wende zum 3:2 Sieg. Ein Jahr später saß Walter Fritsch zum letzten Mal auf der Trainerbank und er verabschiedete sich mit dem 5. Meistertitel. Er war der Mann der goldenen 70er Fußballjahre an der Elbe, von denen die Leute heute noch schwärmen. Nach seinem Abschied verfolgte Fritsch das Geschehen im Dynamo-Stadion von seinem Balkon aus, mit dieser Perspektive. In Erinnerung bleibt auch seine ursächsische Sprache mit spezieller Zwickau-Planitzer Einfärbung. So nannte ihn die Süddeutsche Zeitung schon vor 20 Jahren nach seinem Kommentar zum Bayern-Spiel: Wir haben den Bastakiden, der Fußballtrainer, kennengelernt. Worauf er mit einem treuherzigen Augenaufschlag antwortete: Ich bin doch gar nicht in der Kirche.